Hola Santa Cruz, zurück bei Grow Life. Thema: die 3K-Strahlung. Was ist das? Die Hintergrundstrahlung. Ich gehe jetzt gerade zum Supermarkt hier. Dombizicht-Plantage. Warum du anders bist? Wenn du dich für solche Themen interessierst. Thema: die 3K-Strahlung. Was ist das? Die Hintergrundstrahlung. Ich gehe jetzt gerade zum Supermarkt hier durch das Zentrum von Santa Cruz, kaufe mir ein Cerveza und zum Mittagessen Yuca und denke mir, die Hintergrundstrahlung. Ja, auch hier ist sie überall. Ist die Hintergrundstrahlung 3K, komplett niedrige Energie, kaum zu messen. Aber zum Beispiel Telefunker kennen sie sehr gut. Ja. Es ist so ein Grundrauschen. Ein Grundrauschen, und zwar überall über den Planeten, im ganzen Universum. Und es ist eine Sequenz, die nie verloren geht. Und zwar, es ist der Urknall. Die Musik, der Sound und die ganze Energie, ja, sogar die Information der Elemente, die eigentlich nur H, ne, Wasserstoff, am Anfang war ja nur Wasserstoff, sind in dieser 3K-Grundstrahlung enthalten, überall vorhanden, überall abrufbar, heute noch, nach 14 Milliarden Jahren, und ein Zeichen dafür, dass Strahlung, Energie, also sagen wir mal Wellen, physikalisch Wellen, in diesem Universum nie verloren gehen. Das heißt, jede Bewegung erzeugt eine Welle und ist vom Universum auf Dauer abrufbar. Aus meiner Erfahrung sage ich dazu, als Yogi, der sich ja, mit dem Sinn auch der Evolution, es ist nicht unbedingt erforderlich, wenn wir evolutiv tätig sind, indem wir einen guten Gedanken haben, eine Beobachtung, eine Inspiration, dass wir die ganze Welt davon überzeugen. Nein, nicht erforderlich. Natürlich ist es gut, wenn wir mit Argumenten und Neuigkeiten in die Welt hinausgehen, damit sie diskutiert wird und noch verfeinert wird und kritisch beäugt wird und vielleicht sogar verworfen wird. Aber grundsätzlich sind wir als Yogis nicht davon abhängig, Guten Tag, er spricht Deutsch, dass wir, ja, wir sind von der Außenwelt nicht unbedingt abhängig. Das heißt, wir inspirieren das Universum auch dann, wenn ja, die Gesellschaft, unser Umkreis kein Okay dazu gibt. Wir sind also nicht anpassungsverpflichtet. Ja. Es ist natürlich auch fürs Universum erfolgreicher, wenn wir Ideen in die Welt bringen, um dort weiterentwickelt werden zu können und auch etabliert und wirksam zu werden. Doch was ist unsere Welt im Vergleich zum ganzen Universum? Das ist sehr großspännend. Ich kann das nur aus eigener Erfahrung in diese Richtung aussenden. Ja, der Grund, die Grunderkenntnis ist, ja, nicht nur das Universum oder die Gesellschaft oder Gott inspiriert uns, sondern auch wir inspirieren das Universum. Und unsere Ideen, unsere Gedanken, auch unsere Mantren, ja, diese Schwingungen bleiben erhalten und sind jederzeit abrufbar. Und ja, Freunde, Anpassung ja, aber nicht um jeden Preis.
klingt das total verrückt. Okay, was Physikalisches dazu. Spektralanalyse. Das Licht eines Sternes. Es gibt hier hunderte Milliarden Sterne. Ja, nur in unserer Milchstraße. Und ein einziger Strahl verrät uns, was auf diesem Planet für Elemente vorherrschen. Das heißt Spektralanalyse. Ja, durch ein Prisma, das Licht gebrochen, ja, das reflektierte Licht sagt uns, was ein Stern in Hunderten oder Hunderttausenden Kilometern Lichtjahren Entfernung, was dort oben existiert. Ja. Und zwar in allen seinen Bestandteilen. Ja. Auf ähnliche Weise können auch Gedanken gelesen werden, ja, beziehungsweise konservierte, in Energie transformierte, ja, mentale Wellen abgerufen werden. Ja, wir können das nicht. Ja, wir können das nicht. Aber das Universum kann es. Kannst du glauben oder nicht? Wem willst du glauben? Also hätte ich jemanden vor 100 Jahren erzählt, dass man mit Hilfe irgendeiner Analyse, in unserem Fall Spektralanalyse, ja, lesen kann, was in hunderttausenden Lichtjahren Entfernung vorzufinden ist. Und zwar alle Materialien, alle Elemente, ja, sogar Verbindungen. Ja. Wahnsinnig, hätte man gesagt. Wahnsinnig, der Typ ist wahnsinnig. Ja. Dieser Wahnsinn geht aber noch weiter. Ich kann nur sagen, wie ich es selbst erfahre, im Austausch. Ja. Sogar mit meiner Katja habe ich den Austausch über 10.000 Kilometer hinweg, von Costa Rica nach Vienna oder München. Ja. Wir haben immer dieselben Befinden. Ist sie krank, bin ich krank, in derselben Art und Weise. Ja. Es ist in jeder Hinsicht sind wir auf diese Art als Seelenpartner verbunden.